Was geht ab, wo ich auf der Erde, Terrafox hier, gesendet von der Erde. Und heute spielen wir die Demo von My Daily Pets. Ja, das ist ein Spiel von Jelly World. Und darum geht es, glaube ich, um. Ja, was ist denn das hier? Also, es geht um. Da kann man außerirdische Haustiere beherbergen und so, mit denen tanzen, spielen und so weiter und so fort. Sie füttern. Also so wie ein Lilo und Stitch Simulator. Wie ein Lilo und Stitch Simulator ist es. Okay, hier steht's. Willkommen bei My Daily Pets. Ich bin Kaki, die intergalaktische Begleiterin, die dich durch die Welt der Haustiere führt. Herzlichen Glückwunsch, du bist die Person, die für die wichtigste Forschung auf diesem Planeten ausgewählt wird. Forschung der außerirdischen Haustiere. Ich weiß nicht, wie du bist. Wie heißt du? Dein Name? Terrafox. Netter wissenschaftlicher Beruf. Profilname macht Sinn wirklich? Was bist du, wenn ich nein klicke? Wie heißt du? Du bist ein Humanoid, nicht binär, weiblich, männlich. Nicht binär. Oh man. Nennen wieder ein fremdes Haustier erschaffen. Okay, so jetzt können wir hier Stitch. Ich hab's doch gesagt, so wie so ein Stitch-Simulator. Experiment 836 oder so. Oh Mann, oh Mann, ey. Spyro. Oh Manometer, ey. Okay. Hauptfarbe. Nimm einen roten, ne? Nimm den schon weißen. Alter, sieht hässlich aus. Gelb, glaube ich, sieht besser aus. Ja, ich nehme mal gelb. Oh Manometer, ey. Wir haben kein eigenes Haustier. So wie Plattet ist Guild Games, Lance Cooking has Great Concentration Capacity. Okay, lass so wie Plattet nämlich mal. Wie heißt der? Terra. Ich hab keine Ahnung, was ich ihn nennen soll. Experiment 836 hätte ich ihn nennen sollen. Oh. Was für ein neues Haustier, von welchem Planeten wird das kommen? Wovon werden sie sich ernähren? Was spielen sie gerne? Woher kommt das? Warum ist nicht etwas Zeit, um das herauszufinden? Tutorial, den sie von dem kleinen Spiel kennen. Oh, sie das Forschungsnotiz, wo 5 Rechtsdecker, die hat einen Zweck. Glaube, sie kennen schon das Haustier, das hier mit Temperatur und Niveau Pflege werden, die dir das gerade nicht mehr auszugeben passt. Sie hatten Brief von ihrer Familie und Freunden auf Bedeutung von Geschenken. Aktivitäten auf ihrer Registerkarte finden sie eben Aktivitäten, die sie mit ihrem Haustier machen können, spielen oder trainieren. Entdeckung, je mehr sie sich im ersten mit dem erfahren, sie weiß, und es werden alle Informationen von daher sehen, weil sie nicht einfach gezeigt. Um alles zu kaufen, was für die Pflege zu shoppen, was zu kaufen, was für die Pflege zu akzeptieren, doch. Ah, es ist auf Spanisch. La tienda es da Serra da El Oario SD. Oh Mist, ich kenne die Zahlen im Spanisch nicht mehr. Okay. Oh, streicheln, mal gucken, was passiert. Oh, meine Maus ist jetzt im zweiten Bildschirm geblieben. Okay, fertig gestreichelt. Was können wir machen hier? Essen. Was ist das hier? Neue Entdeckung.
klicke drauf, nichts passiert. Was soll da Mist sein? Ah, oh, Demo. Hier unten rechts kann ich draufklicken. Was ist das hier? Trinken. Also es trinkt schon mal Wasser. Das wissen wir jetzt. Oh Mann, ey. Oh. Im Hintergrund läuft Animal Crossing Musik. Was ist das denn jetzt hier? Lass mal schlafen oder was? Schlafen. Wieso müssen Tiere schlafen? Wehrlose Kreaturen. Hallo kleiner Schatz, ich habe heute gelesen, dass einige Leute diese Kreaturen schlecht behandeln. Das sollte ihnen peinlich sein. Nur weil sie klein und hilflos sind, glauben sie, dass sie mit ihnen machen können, was sie wollen. Ich schicke dir dieses kleine Geschenk, weil ich weiß, dass du so großartig behandelst. Eine Umarmung, Tiki ist. Okay, Geschenk ist das hier. Du wirst empfangen 84 Münzen, du wirst empfangen Milch dreimal. Neue Entdeckung, es schläft. Füttere Terror Experimente. Kann man das umbenennen? Kann man umbenennen? Kann man umbenennen? Will ich mal Terror heißen? Ich will noch mal. Errungenschaften noch. Gange. Liebes Tagebuch, etwas Außergewöhnliches ist passiert. Ein Raumschiff ist angekommen, hat ein Geschenk im Zimmer hinterlassen. Ich habe es gehört und Terra ein außerirdisches Haustier gefunden. Man sagt mir, dass ich die ausgewählte Person bin, um die Forschung durchzuführen und mich um das Haus zu kümmern. Woher kommt es? Wird es gerne Gemüse essen? Ich mache mir Sorgen, dass es sich vielleicht nicht an unserem Planeten anfassen kann. Also werde ich mein Bestes tun, um mich darum zu kümmern und über alles über es herauszufinden. Es ist unglaublich, was ein feines Fell es hat. Wie klein es ist. Es ist so niedlich, Terra Fox. Oh. Dr. A. Okay. Der Idee von Hunden oder Katzen am Zunge trinken. Ich kenne das mir immer noch nicht, ihre Vorlieben für Flüssigkeiten. Lass die tanzen, ne? Oh. Reinigung, nee, oder? Ach, das habe ich im Steam-Intro gesehen. Ich kann mich jetzt hier bewegen, ja. Okay, das war nur das Minigame. Spiel mit deinem Haustier und bringe ihm ein paar Tricks bei. Hier kannst du ein paar Tanzschritte mit deinem Haustier machen. Um zu tanzen, musst du einfach auf die Pfeile und die Tasten E, D, R, F, R, wenn sie durch den Kreis gehen. Mach dich bereit, du stehst kurz vor deiner Aufführung. Viel Erfolg. Ne, oder jetzt haben wir per Wapper so Wapper, oder was? Na, per Wapper so Wapper. Aber sehr einfach. Oh.
Oh Mann, oh Meter, ey, ist das ein Gameplay. Oh. Das heißt, um Höchstbegrenzung zu akzeptieren. Okay, es tanzt, es tanzt. Okay, es sind Minuten und Mumps sind um. Ich weiß nicht, ob ich weiterspielen soll oder nicht. Jetzt gibt es einen Tierhandel, würde ich gerne noch rein. Mal gucken. Wie spät ist es? Sehe ich gar nicht. Minispiele. Lernen. Stimmung glücklich, körperliche Verfassung gesund, Temperatur 42,5 Grad. Was ist das hier? Pfeife. Ah, dann kommst du mir. Ah, kann ich streicheln. Ah, Mann, das machen wir noch und dann. Neue Entdeckung, wo steht das, wo steht das, wo steht das, wo steht das? Hier. Okay. Das Spiel ist nichts für mich. Es ist ein Lilo und Stitch Simulator, aber ohne Experimente und ohne Action. Oh, man kann aber so einiges machen mit dem Spiel, wie es aussieht. Da ist noch eine Demo. Naja, war ganz nett. Und das war's erstmal von mir. Das war My Little Pets, wie heißt das noch? My Daily Pets. My Daily Pets, okay. Außerirdische Kreaturen, wie bei Lilo und Stitch, wie schon gesagt. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, wie immer. Daumen hoch. Nicht vergessen mal nicht. Hier kommt der für euch. Daumen hoch für euch. Tschüss, Leute. Danke.